Die Remsmoor-Rundschau in 100 Sekunden. Herzlich willkommen. Mein Name ist Danny Galm und das sind die Themen am Freitag. Winnender OB entsetzt über gedankenlose Eltern. In Winnenden hat sich die Zahl der Corona-Infizierten in 2 Wochen mehr als verdoppelt. Es sind eher die kleinen Gruppen, meist Familien, in denen sich das Coronavirus verbreitet und in die Stadt weitergetragen wird, sagt OB Hartmut Holzwart, der gedankenlose Eltern scharf kritisiert. Wir stellen fest, dass Eltern, die bei sich Symptome festgestellt, aber vielleicht noch kein Testergebnis erhalten haben, dennoch ihre Kinder, vor allem jüngere Kinder, in die jeweiligen Einrichtungen bringen. Ich finde das unglaublich. Auto überschlägt sich bei Alfdorf. Schwere Verletzungen erlitt eine Mazda-Fahrerin bei einem Unfall am Freitagmorgen zwischen Pfahlbronn und Haaghof. Die Frau wollte an der Einmündung in Richtung Petershaldenhof links abbiegen. Dies bemerkte ein 78 Jahre alter VW-Fahrer nicht und fuhr auf den stehenden Mazda auf. Der Mazda überschlug sich nach der Kollision und kam auf dem Dach zum Liegen. Hierbei verletzte sich die Frau schwer. Was geschieht mit dem Gelände der Remstal-Kellerei in Beutelsbach? Der Weinstädter OB Michael Scharmann möchte die Remstal-Kellerei unbedingt in seiner Stadt halten. Scharmann weiß aber auch, dass dies nicht so einfach sein wird. Weinstadt ist nicht gerade mit freien Gewerbeflächen gesegnet. Schon gar nicht mit Flächen, die sehr unterschiedlichen Anforderungen des Weinbaubetriebs erfüllen können. Der OB schließt nicht aus, dass die Stadt der Remstal-Kellerei die Grundstücke abkauft. Ausführliche Informationen zu den genannten Themen finden Sie auf zvw.de. Vielen Dank fürs Zuhören.